Im Rahmen der Vorlesung haben Sie die Konzepte Klasse und Objekt kennengelernt. Wir werden diese Bausteine im weiteren Verlauf des Kurses nutzen, um komplexere Programme zu entwickeln. Dabei entfernen wir uns langsam von Bouncer und seiner Welt und lernen zwei neue Programmtypen kennen: das Console Program und die Graphics App. Beide werde ich Ihnen nun kurz vorstellen. Mithilfe des Programmtypen Console Program sind Sie in der Lage, Anwendungen zu entwickeln, die auf der Ein- und Ausgabe von Texten basieren. Genau wie die Programme, die wir für Bouncer geschrieben haben, werden auch Console Programs als Klasse angelegt. Die Oberklasse aller Console Programs ist dabei eben Console Program. Hier sehen Sie ein einfaches Programm mit dem Namen Hello World. Wie jedes Console Program verfügt auch dieses über eine Methode Run. Wie die Bounce-Methode bei Bouncer stellt diese den Einstieg in unser Programm dar. Wenn Sie ein Console-Programm über den grünen Pfeil in IntelliJ starten, werden alle Befehle und Methoden ausgeführt, die innerhalb der Run-Methode aufgeführt sind. Starten wir das Programm mit einer leeren Run-Methode, passiert nichts. Einer der Befehle, die Sie in jedem Console-Programm verwenden können, lautet println, im Code als println geschrieben. Mit diesem Befehl können Sie Werte in Ihrem Programm ausgeben. Dies funktioniert mit Zahlen, aber auch mit Texten, die Sie in Anführungszeichen notieren. Der Inhalt, den Sie mithilfe der println-Methode ausgeben, wird in eine eigene Zeile geschrieben. Jeder neue Aufruf von println erzeugt eine eigene Zeile. Natürlich können Sie auch in einem Console-Programm eigene Methoden anlegen. Denken Sie daran, dass die Befehle einer eigenen Methode nur dann ausgeführt werden, wenn Sie diese auch aufrufen, zum Beispiel in der Run-Methode. Wenn Sie Methoden oder Befehle häufiger aufrufen möchten, können Sie in einem Console-Programm und auch in einer Graphics-App dieselben Möglichkeiten zur Kontrollflusssteuerung nutzen, die Sie bereits aus Bouncer kennen: Schleifen und Bedingungen. Um die Übersicht in Ihrem Programm zu erhöhen, bietet es sich manchmal an, die Anzahl der Durchläufe einer Schleife in einer sogenannten Konstanten zu speichern. Konstanten sind eine Möglichkeit, feste Werte mit einem Namen zu versehen, über den diese dann im Code referenziert werden können. Aus einer nichtssagenden Nummer wird dadurch ein besser verständlicher Begriff, der bei dem Lesen und Interpretieren Ihres Programms hilft. Mithilfe der Graphics-App-Programme können Sie grafische Anwendungen entwickeln. Jede Graphics-App verfügt dabei über eine Zeichenfläche, auf der Sie mit verschiedenen Befehlen grafische Objekte zeichnen können. Einige grafische Objekte, wie zum Beispiel Rechtecke oder Kreise, sind vorgegeben und können durch einfache Befehle erzeugt und gezeichnet werden. Andere müssen Sie durch Kombination dieser Elemente selbst zusammensetzen. Wie unsere Bouncer- und Console-Programme gehören auch alle Graphics-App zu einer gemeinsamen Oberklasse. In diesem Fall ist dies die Graphics-App. Jede Graphics-App verfügt über die gleichen Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Darstellung grafischer Objekte. Der Einstiegspunkt in eine Graphics-App ist die Setup-Methode. Wird eine Graphics-App aus IntelliJ heraus gestartet, werden alle Befehle ausgeführt, die in dieser Methode notiert sind. Die Graphics-App verhält sich hier also ähnlich wie Bouncer- oder Console-Programme, die mit der Bounce- bzw. Run-Methode ebenfalls einen Einstiegspunkt in den Programmablauf bieten. Grundlage für die Zeichenoperation innerhalb der Graphics-App ist ein Koordinatensystem, dessen Ursprung in der linken oberen Ecke des Anwendungsfensters liegt.
Das Raster für dieses Koordinatensystem bilden die Pixel auf Ihrem Bildschirm. Wenn wir später ein grafisches Objekt zum Beispiel an der Position 2, 2 platzieren, erscheint es 2 Pixel vom oberen bzw. linken Rand entfernt. Alle grafischen Objekte, die Sie innerhalb der Graphics App verwenden können, werden als Klassen abgebildet. Es gibt zum Beispiel eine Klasse Rect, die als Vorlage für Rechtecke dient. Die Klasse Line dient als Vorlage für Linien. Alle diese Elemente teilen sich gewisse Eigenschaften. So hat jedes Element, das Sie auf dem Bildschirm zeichnen werden, eine bestimmte Position oder Größe. Die gemeinsamen Eigenschaften und auch das geteilte Verhalten der Elemente wird in der Oberklasse Graphics Object zusammengeführt. Zum Zeichnen eines konkreten Elements müssen wir auf Basis der jeweiligen Klasse ein Objekt bzw. eine Instanz erzeugen, dabei die konkreten Ausprägungen der jeweiligen Eigenschaften, wie zum Beispiel Position oder Farbe, spezifizieren und das Objekt schließlich zeichnen. Objekte werden in Java immer nach dem gleichen Muster erzeugt. Sie geben zuerst die Klasse an, von der Sie eine konkrete Instanz erzeugen möchten. Anschließend folgt der Name, über den das konkrete Objekt später angesprochen werden soll. Es handelt sich dabei eigentlich um eine Variable, ein Konzept, das wir in der nächsten Vorlesung kennenlernen werden. Nach einem Gleichheitszeichen folgt das Schlüsselwort new, mit dem Sie der Java-Laufzeitumgebung mitteilen, dass ein neues Objekt erzeugt werden soll. Mit erneutem Nennen der Klasse geben Sie anschließend die sogenannten Parameter an. Dies ist eine Liste der konkreten Werte, die für die Eigenschaften eingesetzt werden sollen, über die Ihr Objekt aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Klasse verfügt. Im Beispiel erzeugen wir eine Ellipse und übergeben als Parameter konkrete Werte für die Position, die Größe und die Hintergrundfarbe. Welche Werte Sie bei der Objekterzeugung angeben können, können Sie unter anderem in der im GRIPS-Kurs verlinkten Dokumentation nachlesen. Nachdem ein Objekt erzeugt wurde, können Sie mit diesem kommunizieren und innerhalb Ihres Programms Befehle weitergeben. Die Klasse gibt dabei vor, welches Verhalten die Objekte besitzen, die als Instanzen dieser Klasse erzeugt werden. Das Verhalten wird dabei über Methoden definiert, die in der Klasse definiert wurden. Die Menge der Befehle, über die eine Klasse verfügt, kann in der Dokumentation nachgeschlagen werden. Über den Namen eines Objekts können Sie Nachrichten an ein Objekt senden und dieses auffordern, bestimmtes Verhalten auszuführen, indem Sie eben bestimmte Methoden, über die das Objekt verfügt, aufrufen. Dies geschieht immer über denselben Syntax. Nach dem Nennen des Objekts folgt ein Punkt und anschließend der Name der Methode, die Sie ausführen möchten. Wir haben dieses System schon bei Bouncer genutzt. Jede Bouncer-App verfügt über ein konkretes Objekt, das den Roboter repräsentiert, dessen Verhalten in einer eigenen Klasse festgehalten ist. Innerhalb einer Bouncer-App können Sie die konkrete Instanz des Roboters über den Namen Bouncer ansprechen und die verschiedenen Methoden aufrufen, die zusammen das Verhalten von Bouncer ergeben. Auch die Klassen der Graphics-App, zum Beispiel die Ellipse, verfügen über bestimmte Methoden, die wir auf einer konkreten Instanz dieser Klassen aufrufen können. Eine wichtige dieser Methoden ist der Draw-Befehl, mit dem Sie dafür sorgen, dass die konkrete Instanz der Ellipse gezeichnet wird. Position, Farbe und Größe, die dabei verwendet werden, beruhen auf den Werten, die Sie beim Erstellen des Ellipse-Objekts angegeben haben. Probieren wir zuletzt die Möglichkeit der Graphics-App direkt aus. In diesem Beispiel sehen Sie ein einfaches Graphics-App-Programm, das den Namen Hello Graphics trägt. Die Setup-Methode ist leer. Starten wir das Programm, erscheint nur ein leeres Ausgabefenster. Innerhalb der Setup-Methode können Sie mithilfe der Methoden Size und Background, über die jede Graphics-App verfügt, die Größe und die Hintergrundfarbe der Anwendung angeben. Eine einfache Ellipse bzw. einen einfachen Kreis erzeugen wir, indem wir zuerst das entsprechende Objekt in unserem Programm anlegen und diesem anschließend mitteilen, dass es gezeichnet werden soll.
Dies geschieht durch Aufruf der Draw-Methode auf dem eben erstellten Objekt. Sie können in Java mathematische Operationen ausführen. Die Grundrechenarten werden dabei durch bestimmte Zeichen unterstützt. Wir können dies nutzen, um auf Basis der Höhe und Breite, die wir beim Programmstart angegeben haben, den Mittelpunkt des Koordinatensystems zu berechnen und unseren Kreis an dieser Stelle zu platzieren.